Wir sind euch immer noch ein Video schuldig von einem Betrieb aus Kalifornien, der dort über 3000 Kühe melkt und im Schnitt 42 Kilo Milch pro Kuh und Tag abliefert. Das Betrieb, der zusätzlich noch eine Biogasanlage hat und die sieht so ganz anders aus, als wir Biogasanlagen hier von uns kennen. Das Video sollt ihr jetzt sehen und denkt dran, unser neuer Katalog ist online und ihr könnt ihn natürlich auch per Post zugeschickt bekommen. Schickt mir einfach eine WhatsApp oder meldet euch bei irgendeinem unserer Außendienstmitarbeiter. So, jetzt viel Spaß beim Video. Das Güllemanagement sieht hier ganz anders als bei uns aus. Hier gibt es weder einen Spaltenboden, noch gibt es hier einen Faltschieber und auch kein Schlepper schiebt hier die Laufgänge ab. Hier wird geflasht. Das heißt, recyceltes Abwasser wird hier in rauen Mengen zum Reinigen der Laufflächen und zum Abtransport der Gülle genutzt. Das Wasser wird immer wieder genutzt. Das ist immer das gleiche Wasser. Die Liegeflächen werden mit Sand eingestreut und auch maschinell gepflegt. Und da stimmt meine Aussage von eben nicht ganz, denn an diesem Schlepper seht ihr nicht nur eine Hake für das Haken der Liegeflächen, sondern auch noch einen Schieber, der den Austrag von hinter den Liegeflächen von den Liegeflächen wegschiebt. Die Fütterung hat sich in Kalifornien auf den meisten Betrieben stark verändert. 2012, als ich das erste Mal dort war, da haben wir noch jede Menge Futtermischwagen gesehen, die auf LKWs aufgesattelt waren. Heute sind die Mischwagen wieder vermehrt angehängt an Traktoren. Das hat den Grund, dass heute wieder mehr Silagen, Getreidesilagen, Grassilagen und Luzernesilagen gefüttert werden und weniger Maissilagen gefüttert werden. Die Mischwagen benötigen jetzt also mehr Kraft, weil die Gegenschneiden mehr arbeiten müssen und das kann ein Schlepper besser liefern als ein Truck. Was sich in den letzten Jahren auch viel geändert hat, das ist dort nicht anders als bei uns, dass dort jede Menge Solarparks entstanden sind. Und nicht nur die großen Flächen sind damit zugepflastert worden, sondern auch viele Betriebe haben neben den Stallungen, vielleicht so einen Hektar groß, auch eine Solarfläche für den Eigenbedarf. Grundsätzlich haben die Kalifornier weniger Probleme damit, Flächen für Solarparks abzugeben, da sie für sich sagen, dass der begrenzende Faktor für die Landwirtschaft in erster Linie das Wasser ist. Ohne Bewässerung würde hier Landwirtschaft gar nicht funktionieren. Alle Flächen müssen hier bewässert werden. Und das Wasser für die Bewässerung kommt aus zwei Bergkämmen westlich und östlich des Valleys. Die Jungviehaufzucht auf diesem Betrieb findet hier wieder klassisch wie für fast alle Betriebe in Kalifornien statt. Mehr oder weniger stalllos. Ich habe es gerade schon gesagt, wir sollen ja noch eine tolle Biogasanlage sehen. Und auf dem Weg dorthin sind wir am Futterladeplatz vorbeigekommen. Hier werden übrigens die verschiedenen Komponenten einmal die Woche zu einer Vormischung zusammengefahren, damit anschließend weniger Fütterungsfehler entstehen können und zusätzlich an den anderen Tagen Arbeitszeit eingespart werden kann. Wie können dadurch Fütterungsfehler vermieden werden? Naja, wenn wir halt einmal die Woche 50 Kilo Soja als Beispiel zu viel in den Mischwagen reinkippen und dann die Vormischung halt 50 Kilo zu viel Soja enthält und dafür vielleicht vom Raps 20 Kilo zu wenig drin sind, ist das weniger schlimm, als wenn bei jeder Mischung 50 und 20 Kilo zu viel und zu wenig drin sind. Eine Futterkomponente, die wir von uns hier nicht kennen, ist Baumwollsaat. Das ist ein Futter, das die Farmer in Kalifornien nicht missen wollen, das bei uns aber aus rechtlichen Gründen nicht eingeführt werden darf. So, bevor wir jetzt endlich zur Biogasanlage kommen, noch ganz schnell was in eigener Sache. Wir wachsen wirklich sehr stark, sehr schnell und wir sind ständig auf der Suche nach motivierten Mitarbeitern. Wenn ihr also jemanden kennt, der die gerade für eine andere Firma Sperma verkauft und da nicht so glücklich ist, dann stellt gerne den Kontakt zu uns her. Jede erfolgreiche Einstellung, die auf den Kontakt zurückzuführen ist, wird mit einem guten Sperma-Paket belohnt von uns. Und jetzt schnell zur Biogasanlage. Die wenigsten von euch würden diese vielleicht als eine solche erkennen. Auf einer Fläche von, ich meine, das waren 5 Hektar, wurden diese Güllesäcke, baugleich wie eigentlich Gülle-Lagunen, aufgestellt. Und die Gasnutzung, die Gasausbeute funktioniert hier ohne Rührwerke. Das Gas wird, fachlich sicher nicht gut von mir erklärt, durch die nachgepumpte Gülle rausgedrückt oder rausgepumpt. Wir haben übrigens auch gerade ein Video von einem deutschen Betrieb online gestellt, der neben 130 Milchkühen auch eine Biogasanlage betreibt, die dann halt klassisch mit Betonbehältern arbeitet. Auf dem Betrieb wird flüssiger Rübenmus verfüttert. Das ist ganz spannend, weil es das nicht so oft gibt. Guckt euch das gerne nochmal an. Alle unsere Videos starten immer ohne Werbung. Für heute soll es das gewesen sein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.